Heute beschäftigen wir uns mit der Ultralight Hammock Floor Matte bzw. Hängematte von der Firma Amazonas. Wenn ihr genauso wie ich gerne draußen in der Hängematte schlaft, dann könnte das für euch ganz interessant sein, denn bei der Hängematte hat man ja immer die Problematik, dass man nirgendwo sein Zeug irgendwo sicher und gut aufbewahren kann. Deswegen habe ich mir diese Matte gekauft. Im Lieferumfang enthalten ist logischerweise einmal die Plane an sich. Die misst 1,50 Meter mal 1 Meter, was von der Größe her ganz ordentlich ist. Das Packmaß beträgt 20 mal 6 cm. Ist damit wirklich eine kleine Ergänzung im Rucksack bei gerade mal 170 Gramm, wobei sich das tatsächlich nur auf die Plane an sich bezieht, ohne den Packsack. Damit ist es ein bisschen schwerer, so um die 200 Gramm. Die Wassersäule beträgt 3000 mm. Farblich ist die Matte genauso gehalten wie auch der Packsack an sich. Und die jeweiligen Schlaufen bzw. Seile sind in einem Orange, die übrigens auch im Dunkeln reflektieren. Wer das also nicht möchte, der sollte diese Sachen bzw. die ganzen Seilzüge auf jeden Fall durch eine, sage ich mal, unauffälligere Variante ersetzen. Das Material besteht aus 100% Ripstop-Polyester. Das heißt, Ripstop von der Webart her, dass es nicht so schnell ausreißen kann. Das Ganze ist PU beschichtet, um die Wasserabweisung noch besser zu gewährleisten. Die Verarbeitung von der Plane ist sehr sauber, das heißt, die Nähte sind auf der Innenseite nochmal extra mit einem Kantenband versiegelt worden, um quasi kein Wasser durchzulassen. Und auch die Ecken sind sauber vernäht. Bei der Vernähung ist mir allerdings aufgefallen, was nicht so besonders gut vernäht ist, ist nämlich der Packsack. Der, wie ihr seht hier am oberen Bereich, also das hier, das ist wirklich billig. Und wenn man das Ganze dann relativ kompakt ja immer zusammenfalten möchte und dann hier reinstopft, also das ist nur eine Frage der Zeit, dass dieser Packsack den Geist aufgibt. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Abspannseile mit dabei, die fest mit der Matte verbunden sind, die praktischerweise in den Ecken in so einem kleinen Netz sind, was auch zusätzlich noch mit einem Klettverschluss verschlossen ist, sodass die Seile da nicht hier rausfallen. Wie gesagt, das Ganze ist sehr schön in Orange gehalten. Mitgeliefert werden auch noch kleine Karabiner. Die Karabiner muten etwas billig an, aufgrund der, sage ich mal, doch dünnen Ausführung sind sie vermutlich auch. Aber für, wie gesagt, die 20 Kilo, die man damit an den Baum bzw. zwischen die Bäume abspannen kann, sollte das auf jeden Fall reichen. Das Ganze wird logischerweise, wie so vieles aus dem Outdoor-Bereich, in China produziert. Bedeutet einmal um die halbe Welt. Wer das also nicht möchte, sollte sich vielleicht nicht für diese Matte entscheiden. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal auf. Der Karabiner wird dann in eine der Schlaufen an den Ecken mit eingehängt. Und wie man jetzt hier ganz gut sehen kann, da ist wirklich ordentlich Platz, wo ich hier mein Equipment praktisch hereintun kann. Und da lässt sich alles dann gut drin verstauen. Und man hat so auch immer relativ gut Zugriff dann auf seine Sachen. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist der Preis. Preis liegt je nachdem,
irgendwo zwischen 15 und 20 Euro, was meines Erachtens nach völlig in Ordnung geht für die Qualität, die man hier bekommt. Letztlich, wer Amazonas-Produkte kennt, weiß, dass die schon eine gewisse Qualität mitbringen. Es ist nicht das Beste an Qualität. Wie gesagt, man muss da schon darauf achten, was man damit machen möchte und was eben nicht mehr geht. Für das, wofür es konzipiert ist, das heißt als Nässeschutz für den Boden, beziehungsweise eben klassisch, dass man das noch unter seine Hängematte als Aufbewahrungssack montiert. Dafür ist es perfekt geeignet, so nutze ich es auch. Und alles selber gekauft, wir werden nicht von Amazonas gesponsert oder dergleichen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und von daher wünschen wir euch viel Spaß wieder draußen mit trockenen Sachen und guten Overnightern. Bis dahin, eure Bushcraft Boys.